Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge WAF. Und jetzt, wie versprochen, der Einspieler vom Schwein. Bis gleich. Hey meine Lieben, hier mal nur ein ganz kurzer Einspieler. Ich bin hier auf einer Insel, ich pflücke Blümchen, da seht ihr, ne, und pflücke Mangos, weil wir ja keine mehr haben. Mehr will ich hier auf dieser Insel auch gar nicht. Und selbst wenn jetzt hier ein besonderes Tierchen drauf wäre, das würde ich jetzt einfach sitzen lassen, weil ich es nicht ohne euch mitnehmen möchte. Aber weil es schon so tief in der Nacht ist, will ich jetzt auch noch keine ganze Folge mehr machen. Aber guckt mal, was ich hier gefunden habe. Guckt mal. Ist das cool? War dir einem Schwein schon mal so nah? Ey, Baby. Ey. Ey, you're making me so verrückt. Ich weiß es nicht. Ist das geil oder ist das geil? Das wollt ihr euch nicht vorenthalten. Ey, Mister. Mister Bombastic. Elefantastic. Yeah, yeah. Alter, da fehlt nur das Laufrad. Ganz ehrlich. Alter, wie geil ist denn das? Ich schau dir in die Augen, Kleiner. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, ob der sich festgebackt hat oder was. Naja, wie dem auch sei. Wie gesagt, ich wollte es euch nur zeigen. Es ist schon sehr spät. Ich werde jetzt hier das beenden. Alles klar, ihr Lieben. Ne? Erfreut euch dran. Ich find's cool. Bis denn. Tschüss. Ja, ich hoffe, euch hat der Einspieler gefallen und ich finde das cool und ich wollte es euch, wie gesagt, nicht vorenthalten. So, meine Lieben, wir sind hier auf dem Weg nach, das kann man sich jetzt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Denkt euch was aus. Wir ballern genau auf eine Insel zu, das möchte ich natürlich nicht. Schaut mal, was ich gemacht habe, ich habe die Treppen weiß gestrichen. Sieht das nicht cool aus? Gut, aber Segel müssen wir jetzt gerade mal rumreißen. Das funktioniert so noch nicht. Ich meine, ich habe das Ruder, aber... Nee, das ist mir noch zu eine Viertelei. So, dann gucken wir, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier schon mal ein bisschen mehr Decke gezogen und habe jetzt auf beiden Seiten hier Leitern hingetackert, damit man auch bequemsterweise nach oben kommt. Ne? Und hier hat man dann einen wunderbaren Ausblick. So ziemlich über alles, würde ich sagen. Ja. Und was noch? Ach ja, ich habe hier ein paar Zäunchen gezogen. Und hier in diesen Dingern hier habe ich auch überall schon mal Zäune hingemacht. So. Gut, aber ich wollte heute mit euch an jeder Insel vorbeifahren, die wir sehen. Es ist wirklich schwer, jede Insel anzusteuern. Ehrlich, das geht überhaupt gar nicht. Man kann irgendwie nur mittendrin stehen bleiben und dann hinschwimmen und dann halt eben abluden. Ja, das werden wir auch machen, irgendwann zu gegebener Zeit. Ich werde vielleicht hier stehen bleiben, denn ich habe etwas vor. Ich möchte mit euch heute mal... wir kommen langsam aber sicher daran vorbei, oder? Ja, wir werden auf die Seite gedrückt. Gut. Ich möchte mit euch aber heute den ersten Möwenturm bauen. Ne? Also ich denke, wir fangen hier an. Wo wir jetzt nur letztendlich anfangen, ist völlig Bums. Aber wir fangen an. Wir bauen den ersten Möwenturm. Möwennesterturm oder wie auch immer. Und dazu würde ich sagen, ich hau das Segel wieder zurück in seine Halterung. So. Setze Anker, denn ich denke, wir sind jetzt den beiden Inseln nah genug. Und so, jetzt will ich gerade mal was gucken. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Passte mal up hier. Passte mal up. Nee, das drehst du bitte mal rum. So, ich mache erstmal hier so einen Fallschutz um diesen Anker rum. Denn es wäre nicht das erste Mal, dass ich da reinplumse, wenn ich so blöd da drauf rumlaufe. Und ich habe uns einen Kalender gebaut. Einen Kalender, der uns sagt, wie lange wir schon unterwegs sind. Naja, weiß ja jeder, ne? Und wer es noch nicht weiß, das ist ein Kalender. Und da steht, wenn ich jetzt den da dran tage, steht drauf, wie viele Tage wir schon auf See sind. Aber ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Tada! Oh, 151 Tage sind wir schon zusammen unterwegs. Alter Schwede!
Alter Schwede, das muss ich ganz ehrlich sagen. 151 Tage. So geht das aber nicht, da habe ich das Ding im Mund. So. Aber schön, das ist mir vorhin so eingefallen. Ich denke, nee, Leute, wir brauchen unbedingt mal einen Kalender, damit wir sehen, wie viele Tage wir hier halt eben schon rumeiern. Ja, und hier, ne? Kunststoff ist voll auf alle vier Etagen. Deswegen habe ich hier ausnahmsweise, aber wirklich nur ausnahmsweise, nochmal eine neue angefangen, weil in der Regel ist es so, dass ich mehr als vier Kisten von irgendwas, das mag ich nicht. Das braucht auch kein Mensch. Ne? Hätten wir jetzt ein Floß, was über 20 Etagen geht, so wie ein Hotel oder so, Hotel, und hätten wir ein Floß, was so groß ist wie ein Fußballfeld, das wäre ganz was anderes. So, ich muss hier mal was schnatzen. Aber das haben wir nicht. Ne? Wir sind hier in einem Mannbetrieb. Und da brauchen wir nicht so viel Krempel. Ich bin da auch nicht so verrückt, dass ich dann als hier ständig sammeln müsste oder so. So, nee. Ja, nö, wartet mal. Wir wollen mal ein bisschen Holz sammeln hier. Boah, das klebt sich eine Naht zurecht, wenn die Netze so voll sind. So, so, so. Kriegen wir es noch hin? Oh, oder? Ja, 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 ja. So, also ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal hier an. So, da. Und da kann es tatsächlich sein, dass uns diese Lampe da im Weg ist. Das wäre jetzt aber nicht unbedingt das Problem. Denn das, der ganze Krempel wird gehalten von den Balken noch, ne? Ja. Okay, dann machen wir die Lampe ab. Und alles bleibt oben, okay? Warum gehst du nicht dahin? Warum? Warum geht das Teil nicht dahin? Ach, weil da eine Platte drauf ist. Ach Mann, ja, das, da die Platte muss weg. Sonst geht das nicht. Das geht nicht mit doppelter Platte. Also, so. Einmal. So, jetzt gehen wir weiter nach oben. Und dann tacken wir das hier hin. Jetzt muss ich mal gucken. Das da ist alleine schon 4 hoch. Dann würde ich sagen, wir machen die Möwentürme 5 hoch. Hm? Und da muss ja sowieso 2, 3, 4, 5. Jetzt muss ich mal das wegnehmen. Die Satellitenanlagen, die kommen auch noch mal, beziehungsweise muss man das eigentlich, die Satellitenanlagen in irgendwie, ne, die muss man doch gar nicht mehr erhöhen, ne? Das kann man doch einfach so dahinstellen. Dann würde ich sagen, bleibt es da auf der Viererhöhe. Dann würde ich weiter sagen, dass wir mit hier, mit Uschi hier auf der 5 bleiben. So, und dann würde ich nämlich, ach, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Das geht äppeler. Das geht ja dann nur so und so und so. So, wartet. Und jetzt muss ich gerade mal gucken. Das ist das hier, oder? Ist das das hier? Ditte und Ditte. Hallo? Oder doch, da war es doch gerade. Hallo? 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 Nee, das ist das nach außen gedrehte. Ich brauche das nach innen gedrehte. Genau. So. So. Ja. Ja, 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 ja. Jetzt ist natürlich schon wieder stockduster um Nacht, ne? Jetzt Wasser weggeschossen, geschüttet. Menno! Och, brr. Warum ist denn das hier so? Ja, da ging nichts hin. Ach, komm schon. Die habe ich doch immer so gebaut. Immer. Ich habe die immer, immer so gebaut. Bestimmt auf meinem alten Floß, auf meiner alten Map, habe ich die Türme sicherlich 4 oder 5 Mal abgerissen, weil ich das Floß an sich immer wieder verändert habe und die Türme immer wieder gestört haben. Und letztendlich dann, ja.
Aber warum, was da geht, da ging ja dann das. Ich hab doch. Ja? Wie war denn das? Wie war denn das? Ich glaube, das war sogar so. Klar, das war so. Hier ein Möwennest, da eins und hier eins. Letztendlich hatte ich dann tatsächlich auf dem anderen, das ist aber auf dem anderen Floß. Ich kann mich hier nicht nach dem anderen Floß richten. Das werde ich jetzt auch nicht machen. Das wäre nämlich voll blöd. Nee, hier. Ich brauche ein paar Silos. Aha. Na, so viel werde ich nicht brauchen. Ja. War das denn so? Ja, das war so. Dann war das nämlich so und so und so und so. Und so und so. Und so. Oh, keine Seiler mehr. Seiler. Doni Seiler. So und so. Ja, und so ist das gewesen. So und nicht anders. Ja. Geronimus. So, dann muss ich mal ein paar 3 Möwennester. Und ich habe 50. 50 Möwennester habe ich gesammelt. Da schaut mal. 50 Möwennester. Hm? Komm her. So viel braucht kein Mensch. Aber die Möwen werden sich freuen. Die sind ja sowieso schon andauernd scharf drauf, dass hier endlich mal wieder was passiert. Guckt euch das mal an. Jetzt haben wir keine Nägel mehr. Ich habe so viele Nägel verbaut. In diesen Krempel da. Da in diese Balken. Dass ich jetzt erstmal gar keine Nägel mehr habe. Ich könnte natürlich auch, weil ich will nicht unbedingt neue herstellen müssen. Weil letztendlich, irgendwann brauchen wir keine Nägel mehr. Und dann haben wir die Kisten voll Nägel, weil ich ständig neue Nägel herstelle. Und, dafür Schrott verbrauche. Hier seht ihr noch hier so ein Dingeldibums. Hat ich da hingestellt. Hallo. Weil ich hier die Lampen aufgehangen habe. Aber wartet mal. Hier. Dann kann das hier weg. Das kann schon weg. So, komme ich da hin. Gut, so. Wie sieht's hier aus? Ja, das kann auch weg. Da kriegt man dann jetzt schon wieder ein paar Nägel von. So, warte mal, dann kann das doch auch noch weg. Das darf nicht weg, sonst fällt uns hier alles runter. Komme ich da noch dran? Ach, guck mal an. Weil da sollen Balken dann hin, nicht da. Ja, also es soll wenigstens die Abschlussbalken... Nein, das bleibt stehen. Um Gottes Willen. Was ist das? Ist das... Ja, das geht auch noch in Ordnung. Weil es sieht ein bisschen blöd aus, ne, wenn man eine Platte in der Luft hängen hat und sie wird von nichts gestützt. Ne? Also das finde ich dann nicht so gut. Deswegen kommen da halt eben... An die Ecken kommen wenigstens Stützpfeiler. So, aber weiter komme ich jetzt nicht hin. Denke ich nicht. Aber wir haben, guck mal da, 36 Nägel. Für was brauchten wir die jetzt? Ach, für die Leitern. Ach gut, okay. Ja, die Leitern kommen ja hier nicht hin. Die kommen eine Etage höher. So, sonst kommen wir da ja nicht mehr drauf. So, einmal. Jetzt habe ich die auf 5 gemacht. Ich bin so ein Held. Also entweder auf 4 oder auf 6. Und da das dann jetzt so ist, dann machen wir fangen wir da leider da an. Das soll auch nicht das Thema sein. Dann springen wir eben dran. So. Ey, ich habe Muscheln mitgenommen. Ich habe Muscheln mitgenommen und habe überhaupt noch keine Nester. Ich muss aus diesen Muscheln, muss ich
Nester machen. Obwohl, wenn man die Muscheln da oben hinlegt, ja, die können sich die Dinger doch aufklappen, da können sie sich da reinlegen. Aber das ist wohl nicht der Fall. Aber wir haben ja hier noch. Warte mal. Nee, Quatsch. So. Oh. Guck mal an. Wartet. So, so, so. Das kann gleich weg. Ich nehme die Muscheln mit und will die da oben drauflegen. Leute, ich bin so wirr in der Birne. Mit den Muscheln werden Nester gebaut. So. 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 Und ich finde, das sind dann insgesamt 12 Nester, die wir dann auf dem Floß haben. Ich denke, das ist genug. Ich denke, das ist genug. Gut, das wäre der erste Turm. Der ist ready. Steady, go. Und wenn der schön angemalt ist, dann sieht das richtig cool aus. Gut, dann machen wir hier drüben gleich weiter. Ah jo, einen kriegt man auch hin. Nee, hier so. Gehüpf. So, dann muss ich nur mal gucken. Da ist schon ein Balken. Jetzt wird es aber kriminell. Kriminell. Wartet mal. Das wird aber trotzdem gestützt davon. Aber das da wird dann, glaube ich, nicht mehr gestützt. Ich glaube, da muss ich erstmal schnell einen Balken hintackern. Aber das ist völlig Bums, denn da kommen sowieso überall Balken dran. Dann kann die Lampe hier auch weg. Ja, natürlich. Mach doch. Na gut, dann machen wir das so. So. Eins, zwei. Die Platte weg. Gott, was will ich die Platte stützen, wenn ich doch sowieso und hast du nicht gesehen? Nee, 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 nee. Nee. So, das dann hier hin. Dann kann man das wieder zumachen. So, und dann hatten wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5. So. Da. Zack, zack und zack. Und welche waren das? Die hier, ne? Zack. Und zack. So. Hier hin und hier hin. Und nicht hier hin, weil wir kein Holz mehr haben. Okay. Haben wir denn noch welches? Ich mach Googie. Ach, guck mal an hier. 60 Bretter werden noch reichen für den kleinen Firlefanz jetzt. Aber da kommen wir jetzt so nicht mehr drauf. Also, erst wieder Leitern bauen. Haben wir doch Leitern im Angebot? Nee, haben wir gerade gar nicht. Ist die richtig rum? Ja, ist richtig rum. So, tada. So und so. So. Jetzt haben wir aber sicherlich nicht mehr genug Seile. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14. Nein, haben wir nicht. Macht nichts. Wer alles beieinander hat, ist einfach nur zu faul zum Laufen, Leute. Das will ich euch mal sagen. Ich meine, ich habe euch nichts zu sagen. Ich kann euch das aber allenfalls mitteilen. So. Und das habe ich hiermit getan. Und das heißt ja auch nicht anders, ne? Wer Ordnung hält, ist einfach nur zu faul zum Suchen. Recht haben die Menschen, die sowas sagen. Es ist einfach so. So. Da ist das zweite Türmchen schon fertig. Also fertig in dem Sinne von fertig ist es ja noch nicht. Also da kommt noch Verkleidung dran. Ne? So ungefähr. Das heißt, die, nein, nein, nicht der Zaun. Das? Das, genau. Diese Sachen kommen dann noch dran. Klar, jetzt habe ich die Leitern da dran getackert. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Da so, ne? So. Das wird so verkleidet und dann wird das auch noch angepinselt.
Gut, dann holen wir noch 3 Nester, denn wir haben noch 3 Nester und dann tackern wir die da auch noch drauf und dann haben wir schon 2 Möwentürme. Nein, hier. Ach, die Möwen werden sich freuen. Die heulen schon alles darum, dass sie sich nirgendwo hinsetzen können. Da. Zack. Zack. Und zack. So. Ja, meine Lieben. Mega Aussichten auf 2 Inseln. Und auf unser schönes Floß. Ach, ich freue mich so. Gut. Bis hierhin, meine Lieben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar oder vielleicht auch ein Abo. In dem Sinne, ciao!